So, meine Lieben, hier ist die Axt vom Walde. Man glaubt es nicht, aber wohl doch. Füge ich mich hier mal ein. Und das Ganze, um euch heute eine tolle Sache vorzustellen, nehme ich den Tada! Sascha's Mod in Kombination mit Templar GFX Rebalanced Mod. Das Ganze in der Version 1.2 vom Sascha 2.7 vom Templar GFX. Und wir gehen doch mal direkt rein. Direkt, nicht direkt rein, sondern direkt rein. Ja, erstes Let's Play dementsprechend aufgeregt. Man glaubt es nicht. Ja, ohne lange Umschweife, wir gehen ins Menü. Mit Taste M auf der Tastatur halten, diese gedrückt. Und was bekommen wir? Jo, Sascha's Mod, Supermenü, man glaubt es nicht. Ja, ich will jetzt gar nicht mal auf die Speedhacks reingehen, da zeige ich euch nachher noch was Schönes. Und auch nicht Slow Motion. Ja, dann machen wir ein bisschen auf Action Rumble. Was wir hier mal anfangen werden, ist hier der Lockholder-Mod, den aktivieren wir. Ich habe halt direkt mal drauf geklickt. Ein schönes Pünktchen kommt vorne dran. Jo, das heißt, das Ding ist aktiviert. Und was wir jetzt machen, ist hier mal rumlaufen. Ich zück hier mal das Pedometer raus. Wir sehen, es ist 8:54 Uhr morgens. Die Sonne scheint uns ins Gesicht. Und bevor wir wirklich beginnen, einmal Templar GFX Rebalanced F7. Das Ganze noch mit schöner Grafik auf vierfach. Da bleibt noch ein bisschen was übersieht, ne? Ja, 30 FPS, das ist in Ordnung. Und ich aktiviere hier nicht nur den Goat Mode zur Sicherheit, sondern auch mal direkt mit F5 den Creative Modus. Wir wollen ja direkt mal was bauen. Und das ohne lange rumzuwarten. So, wo ist das Mistding? Das schöne Ding, was haben wir gewählt? Den Lockholder. Ich drehe den Lockholder des Dingens. Ja, das haben wir ja gleich mal, die Kannibalen. Direkt mal fertig gebaut, da können sie zugucken, wie sowas funktioniert. Und was wir hier jetzt machen, ist einfach nur hingehen, E drücken. Ich habe einen Lock in der Hand. Ich habe einen Lock am Arm und noch einen Lock am Arm. Und währenddessen drehen hier die Kannibalen vollends ab. Ich leg mal besser hier das Holz ab. Nee, ohne mich, ja. Gut, wir machen hier woanders. Ich komme hier nicht mehr raus. Ja, lass mich doch in Ruhe. So. Ach, meine Fresse. Da bin ich jetzt mal richtig aufgeregt hier. So, ja, wir gehen zur Ankerbucht. Knallen uns mit der Taste M wieder das Sascha-Mod-Menü her. Den Lockholder wählen wir ab. Wir nehmen Stickholder. Ich hoffe mal, das regt die Kollegen hier drüben nicht so auf, ja. Ich nehme hier den Stickholder aus dem Survival. Okay. Aus dem Survival Guide. Ich baue das Ding hier hin und was passiert? Jo, ich habe einen Stick. Ich lege ihn ab. Ich habe noch einen Stick. Ich lege ihn ab. Und ja, das kann man hier endlos so fortsetzen. Wir begeben uns ja ins freie Land, genießen das Umfeld. Und ehe uns wir versehen, wird die M-Taste wieder gedrückt. Wir drücken den Fly Mode und überspringen den God Mode. Was sage ich hier? Den No Clip Mode. Wir fliegen etwas im Land herum. Wir genießen die Aussicht, die weite Aussicht, das schöne Meer und können mit Ducken, nach wie vor Taste STRG, die Höhe verringern, sowie mit der Leertaste in die Höhe steigen. Meine lieben Damen und Herren, schlagen Sie jetzt zu für den einmaligen Preis von der Installation des Sascha Mods über den Modloader aus dem forum.survivetheforest.net. Jetzt kostenlos mit Registrierung. Ja, wir machen mal direkt weiter. Das sieht hier wirklich, nee, das sieht nicht so aus. Das hört sich nur so an, als würden wir irgendwo rumlatschen und wir fliegen hier durch die Gegend, ja. Wichtig, ganz wichtig für alle. Wann auch immer ihr diesen Fly Mode aktiviert habt, ja. Und ihr sinkt jetzt einfach tief nach unten, zum Beispiel hier ins Wasser, werdet ihr rausgebounced. Und wenn ihr dann einfach alle Tasten loslässt, ja, dann ist hier ausgebounced, ja.
Man kann hier, nachdem ich nach oben fliege, mit der STG-Taste das Ganze ein bisschen ganz, 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 ganz verlangsamen. Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, das war's dann auch schon. Den Rest fliegt man hier nach draußen. Ich sag mal Tschüss. Nee, ich scherz beiseite, ich drücke die N-Taste. Deaktiviert den Flymod. Komm mal hier langsam wieder runter. Jo. Ordentlich Wasser rein. Bin am Boden angelangt. Lass mal auftauchen, ganz in Ruhe hier. Und wenn das gemacht ist, nochmal M, Flymod an. Und ich kann wieder ein bisschen herumtouren. Ja, weil das Wasser hier jetzt auch so ein bisschen unruhig war, zieht es mich wieder leicht nach oben. Ja, deswegen begeben wir uns hier einfach nur an Land. Wieder Taste M, Flymod deaktivieren. Ist eine lustige Sache. Ja. Kann man ein bisschen die Gegend erkunden. So, bevor wir jetzt zum letzten Stückchen kommen, aktiviere ich hier nochmal den Fly-Mod und zeige euch den No-Clip-Mod. Ja, der No-Clip-Mod geht nur, ich sage das ausdrücklich nur, in Verbindung mit dem Fly-Mod. Wir aktivieren hier das ganze Dingens, fliegen durch die Gegend und anstatt, dass wir hier abprallen, flupp, ziehen wir durch. Ja, ist eine nette Sache. Das Ganze funktioniert hier auch unter Wasser. Blub, blub, blub. Unter Wasser, sagte ich. Ja. Ja, ist schon besser. Ja. Schwuppdiwupp und wieder unten durch. So, aus der ganzen Sache hier raus. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, was hier dieser Flymod für lustige Vorteile hat. Ich baue hier einfach meine Wand hin. Ja, einen Creative Mod haben wir noch aktiviert. Deswegen einfach mal die Wand hin. Ja, das lässt sich jetzt wunderbar fortsetzen. Komm, snap mal hier ordentlich an. Ja, snap, nee. Ja, das haben wir jetzt davon. Das haben wir jetzt davon. Ja, ist ein bestes Beispiel dafür, für alle Wahnsinnigen, die immer wieder drauf vergessen, den Creative Mod zu deaktivieren, während sie was bauen wollen. Ihr seht also, ja, das passiert doch allen irgendwo mal. Deswegen hier, snap. Wir fliegen ein Stückchen höher, wählen wieder was aus, snap. Wieder ein Stückchen höher, aus, snap und so weiter. Das kann man hier endlos fortsetzen. Ja, und ich weiß auch nicht. Und wenn alles fertig ist, F5 und ab geht die Luzi, hätte ich gesagt, ne? Wunderbar! Jo. Ich segel mit euch mal ein bisschen wohin. Einfach in die Weiten und Höhen des wunderbaren Landes, das wir The Forest nennen. Ja, man sieht hier von der Weite wunderbares ja, Ambiente mit ein bisschen Blau, ein bisschen Feuer. Ach ja, das Feuer. Azidial hat es vorhin im Forum mal erwähnt. Das ist tatsächlich so mit dem Feuer, das sieht hier, das, ich will nicht sagen, das blendet hier endlos, aber ja, das kommt vom Templar GFX Mod. Ja. Da passt das immer ein bisschen an. Licht und beziehungsweise Feuerintensität wurde ordentlich angehoben. So. Wir kommen zum letzten Teil. Wunderbare Sache. Zu den Speedtags. Ich mache hier einfach mal vierfach an. Und wir sehen, ja, da geht ein bisschen was weiter. Ja, wir bewegen uns alle ein bisschen schneller. Schwuppdiwupp. Wir fliegen um ein Vielfaches schneller. Das hört sich auch irgendwie als komisch an. Das Wetter zieht von dann. Ja. Wie sieht's Wetter aus? Ja, man weiß es nicht. Es kann sich wohl nicht entscheiden. Sagenhafte 13 Frames die Sekunde, ne? Ja, so, jetzt mir Schluss mit warten. Wir machen direkt mal achtfach rein. Was kommt hierbei raus? Das sieht hier aus wie fließend Wasser, ne? Direkt mal 16-fach. Ja, ja, da gehen wir ordentlich was weiter. Ja, schöne Sache. Sonne gibt es hier wohl keine mehr. Wir dürfen hier mal einen Untergang von, man weiß es nicht, beobachten. Hier, das Boot. Ja, da war es wohl. Es bewegt sich auch alles dann dreifach so schnell auf jeden Tastendruck. Hier dramatischer Sonnenuntergang. Tada! So, genau. Wir haben hier wunderbar, was Wunderbares. Wer sich an Kunst im Generellen erfreut, so wie ich, und grundlegend auch an den Schönheiten verschiedenster Dinge, hier haben wir ein gutes Beispiel davon. Ne?
Forest wirklich sehr schön. Hier auch saures Ambiente. Glacier Coast mit, ja, ich weiß auch nicht, Feuerstrand. Ja, es ist eine ganz nette Sache. Da oben haben wir nochmal einen Mond, nochmal einen Strand. Glacier Coast, Mond, ja, Wald. Ja, süß, ne? Jetzt machen wir wieder hier einen auf ein bisschen schneller mit 16-fach. Ja. Mein Gott, hier der Charakter zittert wie Espenlaub, ne? 3 Frames die Sekunde, man glaubt es nicht. Und ihr werdet sehen, beziehungsweise also auch selbst die ganze Zeit merken beim Stream, das, was hier angezeigt wird, ist ungefähr das, was es hier auch zu sehen gibt. Ganz egal, was hier OBS meint, an Ressourcen zu ziehen, das läuft hier flüssig, so sieht's nämlich aus. So, tschüss, Mond, ja. Hallo, Sonnenaufgang. Ja, ist eine feine Sache. Jo, das war's auch so an und für sich schon gewesen. Hier läuft wieder so einer rum, der ist ein bisschen verloren. Ja, ich meine, lassen wir hier die Möwen aus dem Spiel, ne? So, da haben wir auch allerhand so Dinge wie ein Brett vorm Kopf. Ich verabschiede mich, das war die Axt vom Walde aus dem Forum, das ihr alle kennt. Jo, manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Tschüss!